Der Spaß am Spiel soll im Kinderfußball die wichtigste Rolle spielen. Deshalb hat der FVM vor über 10 Jahren die Regeln der Fairplay-Liga aufgestellt. Regel Nummer 1: Eltern sollen mindestens 15 Meter Abstand vom Spielfeld einhalten. Die Kinder sollen sich schließlich auf das Spiel konzentrieren und nicht von Mama und Papa beeinflusst oder gar gesteuert werden. Das Spiel insgesamt wird ruhiger, weil die Kinder natürlich durch das Reinrufen abgelenkt werden und dann nach draußen gucken, auf Mama oder Papa, was ist jetzt gerufen, lassen sich ablenken und so können sich die Kinder auch mehr aufs Spiel konzentrieren. Ein Eingriff ins Geschehen wird so effektiv unterbunden. Die Eltern können zu Hause sagen, was sie wollen, aber hier auf dem Fußballplatz haben andere das Sagen. Auch die Trainer werden am zu emotionalen Eingreifen ins Spielgeschehen gehindert, indem es für beide Trainer eine gemeinsame Coachingzone gibt. Unschöne Konflikte werden so von vornherein abgewendet. Die Vereine müssen wir weiter schulen und ausbilden, dass Kinder kindgerecht trainiert und beaufsichtigt werden sollen. Und das ist sicherlich ein sehr zurückhaltendes Engagement dann des Trainers, der die Kinder einfach spielen lässt, so wie es in Bolzplätzen, auf den Bolzplätzen seit Jahrzehnten möglich ist, und diesen Bolzplatzcharakter auf das Spielfeld zu transportieren. Gespielt wird in der Fairplay-Liga auch ohne Schiedsrichter. Die Kinder können sich so ganz um sich selbst und das Spiel mit dem Ball kümmern. Die Regeln der Fairplay-Liga haben ja die Rahmenbedingungen total verändert, eigentlich schon auf den Kopf gestellt. Das heißt, die Eltern sind nicht mehr direkt dabei, sie können nicht mehr direkt ins Spiel eingreifen. Das heißt, die Trainer, die stehen jetzt gemeinsam am Spielfeldrand und sind auf einmal Partner und keine Gegner mehr. Und es ist kein Schiedsrichter da, der allen die Entscheidung abnimmt. Jetzt ist Verantwortung geteilt, jetzt müssen sie alle Selbstverantwortung übernehmen. Und dadurch entsteht ein gesundes Selbstbewusstsein. Die Kinder werden in die Entscheidungen mit einbezogen. Die Kinder sind viel aufmerksamer in einem Spiel. Die Kinder achten jetzt darauf, wer hat denn den Ball ins Ausgespielt. Und die Kinder fordern auch ein. Was passiert denn schon auf dem Kinderfußballfeld? Es passiert nichts, was unheimlich wichtig fürs Leben ist. Nein, es läuft ein Spiel, und dieses Spiel, das müssen wir nutzen, um die Kinder selbstbewusst zu machen. Die Fairplay-Liga hat sich mittlerweile bundesweit durchgesetzt. Immer mehr Kreise und Verbände lassen kinderfreundlich spielen. Generell ist es viel ruhiger geworden. Auf den Plätzen, seitdem die Eltern nicht mehr auf dem Platz stehen, die Trainer sich nicht an der Seitenlinie anbrüllen, kann man sehen, dass in den letzten 10 Jahren sich so viel verändert hat, dass die Spieler, die lange in der Fairplay-Liga waren, im späteren Bereich auch viel ruhiger auf dem Platz sind. Es gibt weniger Schlägereien auf den Plätzen, es gibt viel weniger rote Karten wegen Meckern, wegen Beleidigungen. Und ich finde gut, wenn sich das auch weiter so durchzieht.